Was haben Setter, Andi und Paul gemeinsam? Sie sind Teil von Das Team. Und Das Team, das sind unsere jungen Fachkräfte aus den Bereichen Handwerk, Industrie und Dienstleistung. Sie gehören zu den Besten Europas und messen sich mit den Besten ihres Fachs. Wo? Bei den Euroskills, bei der Europameisterschaft der Berufe Ende September in Budapest. Und hier in Esslingen werden Sie genau darauf vorbereitet. Ich freue mich sehr, dass wir eine Gelegenheit bekommen, den Beruf, den ich als Berufung mal erwählt habe, weiterzubringen, bekannter zu machen vielleicht, auch ein bisschen zeigen zu können, was dahinter steht. Und da ist das natürlich eine wunderbare Plattform. Und wir sind auch sehr bemüht, damit zu helfen, dass das dann ein dauerhafter Skill sein wird. Und darauf freuen wir uns. Ich hoffe, dass man mal Teilnehmer auch aus anderen Ländern kennenlernt, deren Arbeitsweisen. Und ich hoffe natürlich auch auf eine gute Platzierung. WorldSkills Europe und diese Europameisterschaften zeigen einfach, dass junge Menschen in Europa ganz anders miteinander leben wollen. Für sie ist Europa gelebte Einheit. Man will sich zusammen auch treffen und austauschen. Man will beruflich auch etwas miteinander erreichen. Und das sollte die große Politik sich auch, glaube ich, ein bisschen abschreiben oder abkopieren. Denn das, was in Budapest 2018 passieren wird, das ist schon sehr beeindruckend und wird auch eine sehr starke Botschaft in die Welt hinaus sein. Also wir haben sehr konzentriert gearbeitet. Wir hatten 2 Tage Zeit und haben in getrennten Workshops sowohl mit den Teilnehmern als auch mit den Experten uns auf den Wettbewerb vorbereitet, die Strategie ausgerichtet und alle fokussiert. Und ich habe einen sehr positiven Eindruck. Wir haben ein sehr konzentriertes Team, sehr motiviertes Team und sehr erfahrene Experten. Deshalb bin ich rundum zufrieden. Ich würde euch bitten, auch mal eine für euren Skill typische Handbewegung zu machen. Seid mal einen Moment Pantomime. Das erste Mal haben wir eine großformatige Fliese genommen. Cedric hat sie aufgezogen, das nennt man Buttering Floating System, ja, indem man die Fliesen bei einem kombinierten Verfahren verlegt. Ja. Und das zweite, erklärt euch Cedric. Das zweite, da habe ich einfach eine Fliese angeschnitten und dann nachher gebrochen, sodass man die dann nachher verlegen kann. Dass das dann noch passt, ne, am Ende? Ja, genau. Man muss ja am Rand immer zuschneiden. Das war's vom Vorbereitungstreffen in Esslingen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Menge Spaß, viel Erfolg und das berühmte Quäntchen Glück. Denn ihr seid... Das Team für Budapest 2018. Yeah!